Geht's los? Abmarsch. Auf geht's. Ich starten. Stream. Ja, schon, aber trotzdem. Ja, nee, da verstehe ich jetzt kein Ja, schon, aber. Wir hätten warten können? Auf was? Zusammenurlaub. Ja nun, also da, das kann ich jetzt, das kann ich nicht beurteilen. Om nom nom. So, wo waren wir denn hier? Ich kann ja erstmal... Tür auf, danke. Ich kann ja erstmal, wir können ja hier erstmal... Komm, das ist gerade so schön gewachsen. Dann nehmen wir das doch direkt mal wieder mit hier. Oh, guck mal, wie es da gerade neben uns ist. Ist es nicht cute? Flop, 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 flop. Schon privat Freunde sind. Also ja, ich habe auch Freunde. Ich fahre mit ihnen deswegen trotzdem nicht in den Urlaub. Also ich sehe jetzt die grundlegende Verpflichtung gerade einfach nicht. Deswegen kann ich dazu jetzt schlecht was sagen. Das ist halt Fernbeurteilung von irgendwelchen Freundschaftsbeziehungen finde ich schwierig. Ich möchte ja da auch jetzt, also weißt du, ich will da jetzt nichts Falsches sagen oder so, aber ich, ja, weiß nicht. Also es ist für mich nicht, wie drücke ich denn das jetzt aus? Es ist jetzt für mich nicht ein Zwang, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dass derjenige mit mir in den Urlaub fährt. So meine ich das, ja. So, Ferndiagnose immer schwierig. Ja, ja, das sowieso. Das ja eh. Will ja bloß so, ne? So meine Seite. Für mich ist das jetzt nicht grundlegend normal, dass man das tut. Aber das kann ja bei anderen Menschen vollkommen normal sein. Deswegen, ne? Alles gut. Alles cool und so. So. Das sind die, ne? Bevor ich jetzt irgendwas falsch mache. Zum Beispiel früher immer, ne? Als ich noch jünger war. Da sind wir auch oft mit den Freunden meiner Eltern und deren Familien sozusagen, deren Kindern in Urlaub gefahren. Das durchaus. Also das kenne ich, ne? Das war auch immer ganz schön so, weil klar, für die Eltern ist das auch toll, ne? Da sind die Kinder sind beschäftigt. Ne? So? Ja. Das geht schon. Und man hat als Erwachsener einfach seine Ruhe. Oh, Verena, Salüchen. Keine Freundschaftsrahmenvereinbarung mit allen Freunden? Nein. Habe ich nicht, Joker. Man fährt nicht mit Freunden in den Urlaub. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich kenne das jetzt nicht so. Also es ist für mich nicht generell... Also natürlich würde ich mit Freunden auch in den Urlaub fahren, aber es ist jetzt für mich kein Muss, also kein Müssen, ja? Dass ich von Freunden erwarte, dass sie das machen. Darum geht es mir. Was meint, wenn man sich mit Freunden im Urlaub trifft, also quasi auf halbem Weg, ist ja auch schön. Klar. Natürlich. So. Kann man tun. Nur eine Freilich. Gut, das Wort ist hier. Ist hier oben schon was passiert? Sag mal. Im Pilzen ist wieder voll Action. Oh, guck mal, hier ist was passiert. So, wollen wir das jetzt mal ausprobieren oder sterbe ich dann? Puh, Motorradtreffen gerettet. Nee, ich hätte dir das jetzt verboten, Laertes. Du hättest das jetzt nicht machen dürfen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, das macht man nicht. Nee, kein Muss, aber ich kenne es halt nicht anders. Okay, das heißt, ihr habt das bisher immer gemacht. Stets, durchweg.
Und jetzt sind sie quasi einfach abgehauen. Obwohl ihr eigentlich zusammen in den Urlaub fahren wolltet. Dann verstehe ich, dass das scheiße ist. Wenn ihr euch abgemacht hattet, ihr fahrt zusammen in den Urlaub und die dann einfach abhauen, ja, dann fände ich das auch scheiße. So rum wird ein Schuh draus. So. Das wäre dann... Wir fahren alle mit Raupe in den Urlaub. Na, klar. Wie lange bist du noch live, so circa? Naja, ich habe jetzt vor... Naja, 10 Minuten ungefähr war der Timer für den Start vorbei. Ne? Also ich bin ja jetzt quasi schon 10 Minuten hier am Ackern. Puh, also lange wird es bestimmt nicht mehr. Nicht so ungefähr so 3 Stunden. Normalfall, wenn der Stream-Timer unter der Woche auf 3 Stunden ist, dann mache ich so langsam Feierabend. Berinis, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 61 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Warte, das fällt mir ein. Du kriegst leuchtenden Scheiß aus dem Nichts. Leuchte blau. Glaube ich. Ja. Yay. Treffer. Versenkt. So, und tatsächlich hat das da hinten auch funktioniert. Ich bin sehr glücklich darüber, dass das so gut funktioniert hat. Nicht? Das ist doch voll gut. Ah, gerade die Info bekommen. Muss weg. Na dann. Lasse. Gegebenenfalls bis später. Drei Stunden am Ackern. Ach, ich mag deinen Humor. Hey, ich bin ja noch nicht mal 3 Stunden am Ackern. 10 Minuten. Hä? Ich hab gesagt, 10 Minuten bin ich jetzt schon am Ackern. Das war Sarkasmus. Ironie, wie auch immer man es, nennen will. Das war nicht ernst gemeint, falls das irgendwie nicht ankam. Aber doch. Oder es war ernst gemeint, mit dass du meinen Humor magst. Aber ich habe nichts von 3 Stunden. Also die 3 Stunden sind halt die, die ich einfach so unter der Woche nach der Arbeit immer, ne, mir so als Grenze setze, weil ich muss ja am nächsten Tag wieder um 5 aufstehen. Bin verwirrt. Ich auch. Ich bin ebenso verwirrt. Seht's. Moin, Icebee. Ob da fehlt das Kappa bei dir? Vermutlich. Wird's wohl gewesen sein. So. Das. Kupfer kommt woanders hin. Ach nee, warte mal. Das haben wir ja inzwischen auch hier, ne? Ich bin auch verwirrt. Moin, Rava. Hallöchen. Sind wir nicht alle ein bisschen verwirrt? So, ich würde gern ein bisschen ausbauen. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn zuerst? Ich wollte gerne was gucken. Ich habe mich erinnert, dass hier, nee, nicht hier, hier. Guck mal. Alchemistenpult, Gleisschmiede wäre natürlich auch mal ganz nett. Komm, wir bauen mal die Gleisschmiede. Mal gucken. Kann ja wenigstens mal gucken. Oder? Köder? Köder wären auch ganz nice, ne? Ja, wäre ernst gemeint. Verwirrung ist mein 2. Vorname. Ah, okay. Dann entschuldige. Dann habe ich das falsch gelesen. Falsch interpretiert. Hey, Henry. Ich bin immer verwirrt. Ich bin heute auf der Arbeit wie Falschgeld rumgelaufen. Wie läuft denn Falschgeld rum? Auch so ein kleines Schild wie Hirnsturz? Oder so ein Kappa drauf oder wie? Ja, was nö? Namen Spielgucker. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön für 6 Monate im Kokon. Danke dir für den Support. Du bekommst Strom in deine Gummizelle, Steckdose und einen Kühlschrank, der sich automatisch mit deinem Lieblingskaltgetränk befüllt. Danke. Verwirrt. Falschgeld läuft verwirrt rum. Okay.
Komm, wir machen erstmal die Köderwerkbank. Die könnte ich immer noch bauen. Naja, dann machen wir das. Köderwerkbank und Gleisschmiede. Für Gleise brauche ich Holz und Zinnbarren. Okay, das geht ja. Und hier? Fische beißen 9% schneller. Kann in der Zweithand getragen werden. Scharfer Köder. Ein gut gewürzter Fischköder, der schneller und aus größerer Entfernung Fische anlockt. Eskin. Na, verwirrt halt, Raupe. Verpeilt, wie auch immer du es nennen willst. So läuft Falschgeld rum. Ich wusste bisher nicht, wie Falschgeld rumläuft. Rutzelgönig, vielen lieben Dank für den Reset. Dankeschön für den zweiten Monat im Kokon. Deine Gummizelle hat sich auf magische Art und Weise vergrößert. Du hast mehr Platz. Schieb dir eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle, machst du darauf gemütlich. Dankeschön. Die Frage ist, wieso hat Muckel Falschgeld? Das ist auch eine gute Frage. Ah. Projekt des heutigen Streams, Bahnhof. Boah, das wäre super. Hoppe, du kannst mich nicht mehr veräppeln. Wieso nicht? Nur so ein bisschen. Süßer Köder, 10% Chance, dass ein Fisch am Haken anbeißt. Kann jetzt weiterhin getragen werden. Gezuckerter Fischköder, der die Chance erhöht, Fische anstatt von Gegenständen an Land zu ziehen. Leuchtender Köder, 10% Chance, dass ein wertvoller Fisch oder ein Gegenstand, der kein Fisch ist, am Haken hängt. Ein schimmernder Köder, der es erleichtert, Gegenstände an Land zu ziehen. Klebriger Köder. Fische sind 7% näher dran, eingeholt zu werden. Ein pappiger Köder, der Fische zu dir heranzieht, bevor sie überhaupt angebissen haben. Okay, cool. Das klingt alles ziemlich gut. Ich würde mal hier so ein paar... Wir können ja... Haben wir denn ein paar... Haben wir. Machen wir uns da mal... So. Machen wir uns mal ein paar von denen, mit denen man Gegenstände an Land zieht. Denn ich hätte ja gern hier... Oh, da kommen wir mal 5 raus. Oh. Na dann, machen wir mal vorsichtig. Okay. Ich hätte nämlich gerne die Rüstung vollständig. Also die, das Angler-Outfit. Warte, apropos Angler-Outfit. Gerade schon überlegt, eigentlich müsste ich doch das Angler-Set, das dürfte nicht hier stehen, sondern ich müsste Türen, ne? Alter. Sondern ich bräuchte hier unten eigentlich eine Kiste, das wäre viel besser. So. Angeln. Ich mag Angeln. Achso, das muss ich in der Zweithand ausrüsten, ne? So. Und jetzt, so, ne? Weil ich gerade erstmal im Umlauf ist, kann das schon ganz schön verwirrend sein. Das sieht aus wie ein Cookie. Ja, das stimmt. Die Köder sehen aus wie Cookies. Kupfererz. Na, was nü? Fuchs, einen wunderschönen guten Abend. Danke dir für den Reset. Danke für 13 Monate. Schweben 2 wunderschöne Wandregale durch deine Gummizelle. Entscheide, an welche Wände sie sollen. Bestücke sie mit allerlei Deko. Dankeschön. Ich will da aber jetzt kein Kupfererz angeln. Ich würde gern... Na, was nü? Teile, auch nicht schlecht. Ach, kann das auch noch richtig auswerfen. Okay. Sir Nexus, auch an dich vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 56 Monate. Du darfst das Kokon-Spa jetzt besuchen. Vielen herzlichen Dank. Bringt das was, das weiter auszuwerfen? Oder ist das irrelevant? Das ist bestimmt total irrelevant, oder? Oh. Thank you.
Der war nicht einfach. Aber ich hab ihn. By the way, ein Biomboden reicht nicht aus, damit Gegner spawnen. Und wir sollten den dicken Schleim mal probieren. Der ist einfacher als gedacht. Okay. Ein Bait-Train nähert sich. Ein Bait-Train? Oh Mann! Oh. Viel spannender war doch gerade, wie unfassbar gut ich gerade diesen Fisch geangelt habe. Hallo? Ich meine, hat das eigentlich irgendjemand mitgekriegt? Extrem gut gefischt. Oder? Nö. Toll. Toll. Ja? Toll, Chat. Toll. Das war dieser Fisch hier. Also nicht das Stück Holz, sondern dieser hier. Steinkiefer. Ein kleiner Hai, der fast jedes Material mit einem Biss zerstören kann. Aber nicht meine Angel. Gerade in der Küche. Na klar. Hey, kleiner Kolibri. Ich mach's nochmal abgeblinzelt. Na, was nu? Das war ein fieser Fisch. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 55 Monate im Kokon. Herzlichen Dank für den Support. Was kommt denn nach dem Trollkopf? ...56 weiß ich. Mir nicht ein. 57 weiß ich auch. Ein kleiner Schuh? Ein kleiner Schuh. Ein kleiner Schuh. Dankeschön, Wolf. Danke. Wieder so einer. Und ich habe ihn wieder gekriegt. Voll gut. Ich hab's voll drauf. Aber ich will das Angler-Set. Mache ich mir jetzt mit dem Schuh? Weiß ich nicht. Auf die mystische Reise nach der Suche nach dem zweiten Schuh begeben. Dem zweiten kleinen Schuh. Du kannst ihn auch irgendwo ausstellen. Oder du spendest ihn. Du kannst natürlich auch drauf rumkauen. Rostiger Löffel. Ein altes, korrodiertes Besteckteil. Fast jede Kultur hat so etwas erfunden. Anziehen? Na, das könnte mit dem kleinen Schuh halt... Na, weiß ich nicht. Verbrennen? Warum denn verbrennen? Sag mal. Gebe ich hier dann nicht irgendwelche imaginären Dinge? Ja, damit ihr sie dann verbrennt. Sag mal. Wann das eigentlich? Oh, warte. 6% Ausweichchance. Was habe ich denn? Ach, Crit. Ah.
Höhlenguppi-Anhänger, eine seltsame Halskette angefertigt, nee, gefertigt aus einem Fisch, der nie vom Haken losließ. Hm, vielleicht passt der große See rein. Hm. Warte. Talentpunkt in Angeln. Anglervorteil. Fische sind 3% näher dran, eingeholt zu werden. Nice. Den Schuh musst du dir jetzt entziehen. Den Schuh zieh ich bei dich ein. Map. Wie den denn überhaupt? Ja. Hab nur noch 3. Und ich habe noch nicht ein Anglerteil. Kann die eventuell in unterschiedlichen Biomen angeln? Ich würde das ja so machen. Also wenn ich Entwickler dieses Spiels wäre, ne? Ich würde das so machen. Na, was nu? Hey, Isaros. Vielen lieben Dank für den Resub. Auch du bekommst einen kleinen Schuh. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Und dann probieren wir mal den Schleim. Joker hat gesagt, der ist total einfach. Vertraue jetzt auf Joker. Ist eigentlich schon falsch, oder? Joker hat gesagt. Oh, es kann nur schief gehen. So. Ich werde vermutlich einfach das Angelzeug erstmal hier hinlegen. So. So. Eine dahin. Das wieder dahin. Achso, nee, ich nehme dann vermutlich das dahin. Achso, ich könnte ja vielleicht noch was zu essen mitnehmen, oder? Also irgendwas Sinniges. Sowas hier. Also wir können ja auch mal so einen Trank schlucken. I mean. Wenn wir es schon haben. Weißt du? Was bringt das hier? Okay. Naja, es könnte aber auch schon reichen, oder? Also, ich will jetzt nicht übertreiben. Hier packen wir das mal noch rein. Kann das schon mal durchbrennen. Und das dahin. Und die Leuchtblumen noch weg. Verdammt. So. Okay. Wow. Ah. Vielleicht erzählt Joker auch Märchen. Vielleicht. Bekommen alle einen linken oder rechten Schuh. Darfst du dir aussuchen. Und Carrie. Wie, ich cheate? Ich cheate überhaupt nicht. 35 Grad gefühlt in Wien. Uah. Bei uns ist heute tatsächlich angenehm. Ich habe heute nicht mal die Klimaanlage laufen. Mm-hmm.
Ja gut, das war einfach. Glurchs Auge, ein knolliger antiker Edelstein, der viele kleine Schleime zu einem großen vereint. Schleimöl, ein Topf gefüllt mit Schleimessenz, die für die Bartpflege verwendet wird. Platziere ihn in einem bewohnbaren Raum und ein bärtiger Charakter könnte einziehen. Aha. Glurchs Kiste. Diese glibbrige, schmelzende Kiste ist alles, was von der abscheulichen Masse übrig geblieben ist. So, wer bist du jetzt? Kaufen. Schrottteile, Schleim, Fasern. Verkaufen. Hab ich jetzt was gekriegt? Ich habe da jetzt nichts gekriegt. Und er hat trotzdem gekauft, die Sau. Kriegt dafür nicht mal was. 32. Die kann ich verkaufen. Unfassbar. Hey, Fracking Toaster. Wer hat 0? Ja, aber wieso nimmt das denn trotzdem? Es fällt ihm ein. Das heißt, ich kann... Ist doch aber kein Dude mit einem Bart, oder? Kann ich den dazu bringen, dass er bei mir einzieht? Nee, ne? Oder sie? Ich bin mir nicht sicher. Sieht das nach einem langen Bart aus? Sieht sehr bärtig aus. Es könnte halt auch... Was ist denn das Helle auf dem Kopf? Ah, das ist eine Kerze. Das ist eine Kerze, oder? Und ich sehe seine... Kann es sein, dass wir seine Augen gar nicht wirklich sehen? Kann das sein? Ein Lätzchen. Ich habe gedacht, ein Kleid. Ich hätte gedacht, das hätte auch eine Dame mit langen Haaren und einem Kleid sein können. So ein Kleidchen. Ist ja nicht? Nicht gut? Nicht so? Naja, gut. Dann bauen wir hier mal einen Raum, würde ich sagen. Also, dann machen wir ja einen extra, ja? Ich brauche dafür definitiv noch eine Tür. Eine Tür. Ein neues Bett. Dafür brauchen wir noch ein paar Fasern. Tür. Bett. Fertigung. Sehr schön. Was denn jetzt? Was seid denn ihr jetzt so? Nur weil ich hier nicht überall direkt einen Kerl sehe, oder was? Also wirklich. Ja. Nein, dann nicht diese Wand. So. Mal ganz kurz überlegen. Ja.
Tür. Wird jetzt nicht riesig sein, oder? Wird er wohl jetzt. Zum Bärtiger wird er wohl jetzt nicht so. Also. Ich meine, alles ist besser, als da draußen rumzurennen. Gehe ich doch jetzt mal davon aus, oder nicht? Oder etwa nicht? Kann ich eigentlich Dinge drehen? Nee, ne? So, und jetzt? Diese komische Topf war es, ne? Und nu? Bankrückwände sind zum Kotzen. Oh, klasse. Hey Terry, schönen guten Abend. Hey Olina. Kann ich schlafen, wenn der Feind in der Nähe ist? Ja, der Feind. Wie zieht er denn jetzt hier ein? Also ich dachte, dass wenn der, also... Geht noch was? Zieh mal weg. Stört meine Optik. Geduld? Wie Geduld? Was? Geduld! Ganz merkwürdig hier. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er hin? Au! Au! Ach, ich schlag mit der Fackel und wundere mich, warum der nicht stirbt. Na, Dini! Der Vater hat mir gerade mitteilen lassen, dass er Band 5 einer Buchreihe begonnen hat, wo der erste Teil 25 Jahre alt ist. Ich muss erst mal überlegen, welche er meint. Ja, wir sind ganz schön alt. Wenn man das mal so... Als Feststellung einfach mal im Raum stehen lassen. Meine Fresse, sagt doch sowas nicht. Au. So. Oh. Vitalität. Sehr gut. Mach das, James. Jetzt eingezogen, weil da hinten war er ja nicht mehr. Hallo! Na, wie gefällt es Ihnen hier? Schön, ne? Das heißt, dem könnte ich jetzt meinen Schrott verkaufen, sozusagen. Also meinen Müll. Und der verkauft mir dann dafür andere Sachen.
Na gut. Da ich jetzt erstmal nichts brauche. Mal ganz kurz die lustige Kiste aufstellen. Nicht schlecht, das ist meine Kiste. Kann ich ja rein theoretisch einfach alles reinschmeißen. I mean. Das ist ja mal voll die krasse Kiste. Oder? Also. Könnten ja den Kram hier drüben lassen. Also das hier, was ich so zum Bauen brauche, ne? Vielleicht den ganzen anderen Kram in die krasse Kiste? In die krasse große Kiste? Und es ist halt die Frage, ob ich dem jetzt... Kaufe ich dem jetzt Zeug? Oder lohnt es? Ich glaube, ich verkaufe jetzt erstmal hier so... Oder ich zerschrotte das. Das ist doch besser, oder? Also so doppelte Sachen. Für die Schrottteile, weil so viel ist das ja vermutlich nicht wert. Wenn es überhaupt irgendwas wert ist. Dann kann ich das hier aber auch wieder zurücktun. Das habe ich nicht gebraucht. Voll der Herd vom Erdbeerfeld bin. Wird halt das hier dann, glaube ich, eventuell in die andere Kiste lagern. Holz? Glorichs Auge. Oh, wait. Was ist das da rein? Könnte doch... Gorm-Scanner. Scannt die Welt nach Gorm, dem Verschlinger. Wird bei erfolgreichem Scan verbraucht. Nestmutter-Scanner. Scannt die Welt nach der Nestmutter. Wird bei einem erfolgreichen Scan verbraucht. Schleimschwert. Angriffe 2,5 Angriffe pro Sekunde. Verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels 4 Sekunden lang um 41,1%. Merkwürdige Waffe. Sie eignet sich hervorragend, um Feinden zu schaden und sie zu verlangsamen. Boah. Hast du Items mit der Beschreibung wertvoll? Ja. Oh ja, ja, stimmt, habe ich. Okay, da ist jetzt ein krasses Schwert, was wir bauen können. Dann brauche ich aber erstmal wieder ein paar Zinnbannen. Und ja, habe ich. Und zwar hier in dieser Kiste. Das ist meine Wertvollkiste. Kann ich jetzt vermutlich alle verticken, ne? Und den Rest, den schrotte ich lieber. Sowas hier. Das haben wir hier. Okay. Du? Und jetzt schnappe ich mir meinen Wertvollkram. Es ist so irritierend gerade alles. Warte mal. Das da rein. Das nicht. Will ich dem jetzt auch nicht verkaufen. Aber das. Mal ganz kurz so. Und das sind ja die Münzen, mit denen ich dann von ihm kaufen kann, ne? Aber ich könnte es halt auch alles behalten, ne? Die Retro-Eggie. Ich meine, man weiß ja nie. Hi. 30. Das soll wertvoll sein?
32, 100. 33, 51, 6, 42 und 35. Hm. Ich verkaufe das mal noch nicht. Aber wir könnten natürlich die Kiste hier runterstellen. Also da hoch, meine ich. Also zu ihm. Denn er ist ja der Händler. Wobei, das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte ich das Zeug zu ihm stellen? Das ist ja Quatsch. Nee, so ein Blödsinn. Dann klaut er das noch aus der Kiste. Weil er so denkt, oh, meine Kiste. Aber nein, nicht seine Kiste. Na gut. Die haben den Schleim gekillt. Ich bin total erfreut. Ich bin hoch erfreut. Das haben wir sehr gut gemacht. Also ich. Ja. Wieder jemand denkt, ihr hättet hier irgendwie einen Anteil. Ich habe das sehr gut gemacht. So, Gärtnern. Immer schön Gärtnern. Auch sein, ob es noch andere Händler gibt. Den Kram, den er anbietet, ist nicht mega toll. Ja, eben. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es noch mehr Händler gibt. Wieso sollte es hier nur so einen Dude geben? Ja, also also wenn man sowas macht, dann doch. Besser? Also. Nee, das glaube ich nicht. Bestimmt mehrere. Ja. Kann sich nicht von Gerümpel her Loot rennen? Wer hätte es gedacht? Na, ich. Warum sollte ich? Das, was er im Angebot hat, ist jetzt nichts, was mich interessiert. Das heißt, ich brauche gerade kein Geld. Warum sollte ich es also verkaufen? Das ist halt einfach. Ne? Das wäre doch total unlogisch. Hätten wir. Packen wir weg. Das kommt dahin, das dahin. Weil antike Münzen auch Loot sind. Das ist nicht grundlegend falsch. Allerdings habe ich da lieber unterschiedlichen Loot. Erstmal. Ja. Da ist Zinn, ne? Da so überall. Wir bitten halt auch hier gerade hoch um da. Da muss es ja auch Zinn geben. Da so. In der Theorie. Gerade hoch links rüber. Oder? Ich sehe Pixel. Sag bloß, Enable 2, Hallöchen. Hey, Achim.
Ich würde mir vielleicht ein paar mehr Holzbrücken mitnehmen. So. Naja, das wird das. Na gut. Ich denke, dass wir müssen erstmal wieder zimbern. Looten gehen. Wir könnten uns eigentlich gerade nach oben durcharbeiten. Hier so. Hier alles schon wieder Aufregendes gespawnt. So. Okay. Da sind wir im Zinngebiet. Und hier muss es ja jetzt Zeug geben, hoffe ich doch mal. Da zum Beispiel. Wir brauchen ja noch einiges an Zinn jetzt. Wobei ja zum Beispiel die Frage ist, ob sich das Schwert noch groß lohnt, weil wir ja mit Sicherheit dann mit der Eisenwerkbank schon das nächste freischalten. Da weiß ich gar nicht, ob das groß lohnt. Besser als brauchen. Das stimmt. Das ist definitiv korrekt. Oh, sehr schön. Ich sehe Gleise. Oh, 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 oh. Da freue ich mich jetzt auch ein klein wenig. Die nehmen wir natürlich dankbar an uns. Das ging hiermit besser, ne? Sehr schön, da unten sind noch mehr. Uhuhu. Da freue ich mich. Da freue ich mich sehr. Noch mehr. Boah. Sehr gut. Das ist sehr gut. Du? Würde uns dann definitiv mal hier so zum Zinn irgendwie eine Linie hinmachen, oder? Und das? Schon, ne? Außer ich habe dann alles weggekrabbelt, dann lohnt es halt auch nicht mehr.
das da... Ist das, was ich denke, dass es ist? Also ist das Zinn? Nö. Das ist eine Steinwand. Toll. Spiegelung vom Charmwasser? Ja. Niedlich. Ja, das ist süß. Sind sie da unten? Ah, das sind Steine im Wasser, ne? Die aus dem Wasser rausragen, oder? Glaube ich. So. Sehr schön. 74 Gleise, freue ich mich ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Das ist Gold, das ist auch gut. Und das werden wir mit Sicherheit auch noch brauchen. Mal hier rüber gucken. So. Zinn. Mehr Kram. Ja, jetzt wieder. So richtig checke ich es noch nicht, ne? Oder das geht hier so einmal. Aber wieso dann plötzlich hier? Ich dachte, das geht hier unten rum. Also richtig schnalle ich es noch nicht, wie die Map aufgebaut ist. Da bin ich noch nicht so ganz verstanden, ne? Ich dachte ja, sie folgt einer Logik, aber es scheint nicht so zu sein. Ja, was gerade für Zeit ist. Was denn? Onkel. Essenszeit? Es ist immer Essenszeit. Flutschwinger und Kaktuszeit. Das ist mecken. Ich war nah dran. Was ist denn jetzt? Wieso geht denn das jetzt hier eigentlich so gerade hoch, oder? Sand. Was war denn das? Irgendwas angegriffen? Versuchte was anzugreifen. War das? Eine Made oder was? War es eine Made? Wieder ein Ring der Steine. Wieso finde ich nie diesen anderen Ring? Da! Ja, belastend. Ist ja nicht. Ein Pech. Wie weit das geht. Die Map ist nicht so groß, oder?
Nein. Bestimmt nicht. Hier ist irgendwie wieder Schleim. Es ist wieder das. Ist das Vieh eigentlich die Nestmutter? Also frage ich mich gerade selbst, ja. Das könnte doch die Nestmutter sein, oder nicht? Sein. Also ja, ich glaube schon, dass die Map prozedural generiert ist. Was ist das denn? Ah, das Gold, oder? Das ist ein riesiger Goldklumpen. Okay. Spannend. Okay. Wie viel Zinn haben wir im Moment? 23. Ist jetzt nicht so die Tonne, ehrlich gesagt. Also ja, die Map ist schon durchaus prozedural generiert, aber ich dachte, dass zumindest, also dass die irgendwie halt eine Logik in sich hat. Also, wie ich das beschreiben soll. Tue ich den jetzt weg? Pilz. Genug Pilze. So. Die Junge kommen nur einmal vor. Nee, das nicht. Aber halt... Ja, weiß ich nicht. Ich dachte irgendwie nach einem gewissen Muster. Also im inneren Kreis eher so Schleim und Pilz, weil easy und... Denn je weiter nach außen man kommt, desto... Also halt dann andere Gebiete. Einfach. So dachte ich. Aber das scheint ja halt so gar nicht so zu sein, wie ich dachte, dass es sein würde. Sondern du kannst hier in dem Dorfgebiet halt genauso Pilze treffen und Gedingens. Gärtnern, sehr schön. Nisch. Kommt sie hier noch? Vielleicht. Weiß ich nicht. War weiter von zu Hause weg. Was essen. Oh. Gar nicht drauf geachtet. Ja. Yeah. Was ist das denn? Das ist hier wieder dieses komische I-Gebiet. Also, wo alles so ein bisschen rumwubbelt. Also, ganz offensichtlich auch nicht abbauen kann. Können wir sie wegbrennen? Nee, scheint nicht so.
Ui. Guten Tag, Franz, Hanüchen. Das I-Gebiet komme ich dann vielleicht erst mit Eisen durch. Also hier so durch dieses Igidifui-Zeug. Ja, da komme ich halt nicht, ne? Mach an dem Zeug halt keinen Schaden. Kann ich natürlich gucken, ob es hier irgendwo vielleicht doch reingeht. Aber ich vermute halt, das ist bewusst so gemacht. Ja. Komm hier halt nicht rein, aber da ist eine Kiste. Okay, ich würde da gerne Kiste. Kommt man hier von oben irgendwie hin? Auch das sieht nicht so aus. Hier ist komplett zu mit diesem komischen I-Zeug. Hallo, nur an die Kiste. Den Loot. Mehr will ich doch gar nicht. Freise Luft jagen. Klingt jetzt auch nicht nach dem schlechtesten Plan. Eklig. Es ist überall. Ist wieder Schluss. Man kommt immer nur so, ne? So, Allah, du kannst gucken, aber du kommst hier nicht rein. Die haben sich da sehr gut drin abgeschirmt. Haben die sich... Au. Sagte sie und kam voll einer aufs Fressbrett. Tja, abartig, du. Da kommt's schon wieder. Den Weg gehen, wenn man den auch nennen, wenn man denn auch einen anderen Weg gehen kann. Hm? Ja, geht doch. Süße. Komische Ansehen, möchtest du eigentlich Ende des Jahres Scorn spielen? Was? Wieso klingt das nicht nach einem Spiel für mich? Ich habe keine Backe mehr. Kann ich auch nicht wegbuddeln hier, ne?
Das habe ich versucht, ja. Nee. Die Wände kriege ich mit der Schaufel nicht weg. Nee. Au. Oh. Komm her, das lass nach. Sollte hier nur nicht sein, oder? Symbol hinmachen, oder? Das trifft's doch eigentlich. Will ja nicht sein. Echt nicht. Ernsthaft jetzt? Du verarschst mich doch. Das hat die gemacht gerade, oder? Vor allem, wo kamen die denn jetzt hergeschissen? Von hier oben, ne? Hier die Mühe, leuchtest hier alles schön aus und die rennt dir hinterher. Und macht die ganzen Funzeln wieder aus. Unglaublich. Yeah. Okay, das hier ist auch wieder sehr erfreulich. Wenn sie vielleicht schlafen will, na, aber da wird man nehmen. Als ob, was soll denn das für ein Umkreis sein? So weit strahlen die Fackeln nur auch nicht. Und die Viecher bloß gegen Fackeln. Ja, die mögen halt offensichtlich kein Licht. Vielleicht mögen sie auch das Feuer einfach nicht. Auch das wäre denkbar. Licht angezogen und du stellst Fackeln für sie auf. Ja. Aber das mache ich ja eigentlich nicht für die, sondern für mich, damit ich was sehe. Nasch. Weil die mögen sie ja offensichtlich nicht. Die machen sie ja aus. Die machen die ja kaputt. Könnten sie halt einfach in Ruhe lassen. Aber nein! Ausrotten, genau. Ausrotten. Ruhe. Das wollen wir natürlich mitnehmen. Brötchen würde ich gerade auch gerne einpacken. Wand. Brötchen kann ich eigentlich direkt snacken, oder? Wobei, das macht 36 Essen noch nicht. Noch nicht.
Ich sollte denn wirklich mal zurück, ne? Das Erkunden macht halt auch einfach so viel Spaß. Und ich werde ständig belohnt mit neuem Scheiß. Oh, stimmt, ja, das ist gar nicht so blöd, ne? Man könnte die halt auch markieren, wobei ich glaube, dass man die sogar sieht. Hier, guck, ne? Die sieht man auf der Map. Die vorkommen. Hier ist auch eins, da. Also zumindest die Golddinger sieht man ziemlich gut. Wir hatten ja auch mal eins aus Kupfer. Da müsste ich jetzt tatsächlich gucken, ob man das auch so gut erkennen kann. Da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo mal eins aus Kupfer gesehen. Das ist schwierig. Der eine LED-Beleuchtung, Fackeln verbrennen den ganzen Sauerstoff und dann der Dreck vom Ruß, ja. Ja, das stimmt natürlich. Nee, das Kupferding finde ich irgendwie nicht wieder. Die Golddinger, finde ich, sieht man gut. Aber dann muss ich mir ja merken, wie ich das markiere. Dann machen wir mit Fragezeichen die Bohrer sozusagen. Die Bohrstellen. So, das merke ich mir. Bohrende Fragen. Ja, genau so. Schön Gold. Sehr, sehr schick. Bauen wir uns jetzt hier so relativ gerade rüber und dann halt irgendwann. Oh! Das ist jetzt schlecht. Ich habe keinen Platz für den Riesenpilz. Achso, ich wollte ja eh das Brot essen. Dann esse ich jetzt das Brot. Und nehme den Pilz mit. Hey, Pilz. Nicht den Pilz. Den Pilz. Ja, noch ein bisschen ausleuchten. Ein Pilz. Ja, eigentlich wächst er eigentlich nach? Nee, ne? Bestimmt nicht. Wäre total bescheuert, wenn er nachwächst. Wo bin ich? Das passt noch nicht ganz. Ich würde halt gern hier irgendwo rauskommen. Oh. Bin ich schon wieder an so einer. Oh ja, stimmt. Das wird hier vermutlich durchgehen, ne? Oh.
So. Es ist gar nicht so einfach, wenn du versuchst, hier irgendwo gerade Wege anzulegen. Das kannst du eigentlich voll knicken. Wenn man mal ehrlich ist. Ist hier meine Brücke stehen? Ja. Ja, immerhin. Weil die Fackeln auf dem Weg macht sie ja weg. Die Fiese. Die sind ja dann jedes Mal weggeräumt. Au. Direkt umklatschen. Das glaube ich nicht, dass man die so einfach umklatschen kann tatsächlich. Das glaube ich nicht. Die walzt ja einfach an einem vorbei. Ich glaube tatsächlich auch gar nicht, dass die stehen bleibt, wenn man die anhaut. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Warte. Steht da gerade noch was? Nehmen wir mal noch mit. Wir haben kein Eisen gefunden, ne? Gar keins unterwegs. Müssen wir mal beim Eisen gucken, ob da irgendwo, also ob da auch dran steht, wo man das findet oder ob das halt total random ist. Wo bin ich denn? Ja. Eigentlich wollte ich hier so rauskommen. Das ist nicht ganz da, wo ich hin wollte. Ich war im Ansatz da, wo ich ihn wollte. Kommt noch eins. Aber ich kann es auch nicht lassen, ne? Wenn ich irgendwo was glitzern sehe, muss ich dahin. Das haben die ja mit Absicht gemacht, dass das Zeug so glitzert, ne? Pure Absicht, das soll sich magisch anziehen. Magische Art und Weise. Du nicht widerstehen kannst. Dem Drang. Hallöchen, Barney. Schönen guten Abend. So. Kommen wir hier, glaube ich, gerade. Hier ist es. So sieht's aus. Das ist ein rosanes Viereck. Aha. Aha, aha, aha. Es despawnt übrigens echt gar nichts, ne? Der Faden von dem vorhin liegt immer noch da. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Stunden später. Jetzt mache ich das eigentlich hier auf die Distanz, also so weit weg. Furchtbar. War ich ja ewig. Hey, Oceansa. Ich finde aber sehr gut, dass das hier klappt, dass sie nicht an die Fackeln ran kann, ne? Das finde ich super. Das hat richtig gut funktioniert.
Der Plan geht auf. Wie habe ich hier eigentlich nicht durchgebuddelt? Kann ich doch hier gleich so machen. So. Geh doch. Da. Zack. Ist auch eine Brücke bauen können. Von rechts hier rüber. Ja, ja, das wäre auch gut. Aber eigentlich will ich ja, dass das hier so ein bisschen abgetrennt ist, der Bereich. Abgeschottet. Da spawnen schließlich gefährliche Monster. Monster sei. Sehr gut. Sehr, sehr gutes Quartieren. Ja, ich weiß, Herr Jarin. Ja, habe ich mitbekommen. Habe ich gestern schon erwähnt im Stream. Jump, jump, jump. Mal ganz kurz die 16 hier durchbrennen lassen. Oh. Oh. Laufen. Kann man eigentlich, kann man, das ist eine ernst gemeinte Frage, kann man die ganzen Skills ausmaxen? Tatsächlich noch nicht, Onkel. Mit genug Zeit. Kann man das? Okay, krass. Krass. So, das Schild behalte ich im Inventar. Das, das und das kann weg. Ich sag mal so. Da muss man dann aber vermutlich sehr, sehr viel Zeit investieren, oder? Grafik ist gewöhnungsbedürftig. Ja, das werde ich sehen. Ich schaue mir das die Tage mal an. In Ruhe, wenn ich Zeit habe. So, die Geode, die wertvolle, kommt hier rein. Kommi 2,5. Was? Irgendwie was Falsches kaputt gemacht, sag mal. Ne, einfach von Monkey Island 2,5. Ach so. Mandarinenkäsekuchen gegessen und einen Kern gefunden? Mandarinen haben, glaube ich, kleine Kerne. Oder? Doch. Ja. Kann schon sein. Du, wenn wir das nächste Mal hochgehen, müssen wir auf jeden Fall nehmen wir hier die Gleise mit. Aber dann können wir rein theoretisch auch mehr mitnehmen. Dann, ne? Wer braucht dich für die 20? 20 Eisenbarren. Wir haben gerade mal 9. Und da ich kein rohes Eisenerz habe, kann ich nicht gucken, ob da was dran steht. Namens Gott, Hallöchen. Ja, auf 4 Blechen Kirschkuchen ziehe sicher das einzige Stück mit einem Kernsplitter findet.
Ach, das war ein Kirschkern bei Usch und Saar. Okay, das ist natürlich, dann wird's merkwürdig. Jetzt wird's komisch. Da würde ich mich dann aber, glaube ich, beklagen. Das ist sehr, sehr mysteriös. Das sollte nicht passieren, glaube ich. Nee, ich will ja noch nicht direkt wieder hoch. Ich will ja gerne. Können wir denn... Ja. Gut machen. Allertisch. Insel. Na gut, die ist halt noch so ein Problem. Einfacher Zaun, um zu schützen, was rechts hier gehört. Das ist so schön. Oh. Könnten wir die eventuell, die könnten wir doch. Können wir denn? Warte. Ich muss was testen. Wenn ich jetzt... Ja gut, die bewegen sich halt nicht auf mich zu, ne? Bei denen ist es schwierig. Das hier ist jetzt auch eher schwierig, weil die ja nicht... Das müsste ich ja dann auf die andere Seite stellen, ne? Das müssen wir dann auf alle wieder mal... Wir räumen die jetzt mal gerade ganz kurz weg, alle. Und dann würde ich das einmal auf die andere Seite stellen. Also zu denen hin. Weißt du? Und dann müssten die da ja regelmäßig reinlatschen und sterben. So in der Theorie. Außer das Ding geht kaputt. Was natürlich gut sein kann. Ja. Mitte stellen. Ja, wobei, nee, hier ist das, glaube ich, gut. So. Was? Was habe ich jetzt gekriegt? Kristallschädelsplitter. Antiker Kristallsplitter, der nur ein Bruchteil von etwas Größerem ist. Aha. Okay. Denke ich. Gut. So. Bei euch werde ich genau das gleiche machen, falls ihr euch das fragt, ihr hässlichen kleinen Miesen. Komm schon her. Komm her. Wird schon gut funktionieren, denke ich. Ach, hier haben wir noch was. Grottling-Lendenschurz. Mhm. Ein Lendenschurz. Hätte auch gern behalten, ne? Kann man schneller buddeln. Oder? Also will ich die Sets definitiv, die sammle ich, ne? Also wir müssen ein so ein Set immer, das machen wir immer voll, ne? Hier haben wir Grottling Kapuze, Lendenschurz, das war schon mal gut zusammen. Sehr gut. Fantastisch. Hey Jeffro. Hm.
So, warte, jetzt, ja, ich erstmal bloß bei den oben. Ich glaube, bei den unten ist das. Da muss ich ja, das muss ich ja später eh umbauen. Da sehe ich das noch nicht so hier bei denen hier. Aber hier oben ist das schon gar nicht mehr so schlecht, denke ich. Oh. Okay, dann machen wir das so. Dann hoffe ich, dass die da immer mal reinlatschen. Elendig verrecken. Ja. So. Zinnbahn haben wir wieder. Das ist sehr schön. Damit können wir... Achso, warte mal. Den komischen Kristall-Dings... muss ich hier rein, ne? Höchstwahrscheinlich. Können wir mehr Gleise machen? Ja, irgendwas bauen gerade? Achso, ich würde mal so ein Alchemistenpult noch bauen. 8 Schleim. Das haben wir ja auch noch nicht. Malertisch genauso. Alchemistenpult. Okay, hier kann ich Bomben machen. Aus Boompaprika und Schleim. Logisch. Außerdem natürlich Heiltränke. Aus Schleim und Herzbeere. Zorntrank aus Schleim und Larvenfleisch. Und Steinhauttrank. Karoke. Also muss man Karoke doch anpflanzen können. Aber ich habe halt noch keinen Karokensamen. Habe ich den Schleim gehört? Bin da. Hey, Levele. Oh, sind lustig, die Dicken. Ja. Kannst du spielen Buddha, dann muss ich die Hose eigentlich dauerhaft tragen. Das stimmt ja. Man buddelt hier schon ein bisschen viel. Für mich aber vollkommen okay. So, ich sollte den Kram noch wegtun. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie viele Gleise ich brauche. Ich kann es wirklich nicht einschätzen, ne? 420. Ah. Naja, wir nehmen jetzt mal die 5 hier noch. Also, ne, machen das noch da rein und dann packen wir hier den. Achso, das muss ich später mal noch. Oha. Hallo. Danke. Das muss ich später mal noch brennen, weil gerade noch Zeug durchbrennt. Jetzt packen wir das Larvenfleisch noch weg. So. Alle! 3 Tage Urlaub, wolltet aufräumen, waschen, die Steuer machen, schwimmen gehen, Sport machen. Und was ist passiert? In deinem Fall offensichtlich Landwirtschaftssimulator 22. Und Handy verloren. Badüms. Ja, sowas kommt vor. So, jetzt ist die Frage. Nehmen wir jetzt hier die gerade hoch oder hier drüben? Ich hätte ja gern irgendwie so einen Bahnhof. Aber die Frage ist halt immer, wo machst du den Bahnhof sinnvollerweise hin? Weil du beschneidest, also, ne, ich kann mich ja jetzt nicht hier in alle Richtungen begrenzen, sozusagen. Ich will ja noch bauen. Da ist, glaube ich, ein Bahnhof in alle Richtungen. Weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Ich müsste ja dann hier jetzt anfangen, ne? Und das ist schon blöd, weil ich kann hier nicht gerade hoch. Ja?
Das geht schon nicht. Ein bisschen doof. Und wenn ich jetzt hier weiter ausbauen will, eventuell ist es halt auch doof. Deswegen sage ich, mit so einem, also mit einem festen Bahnhof beschränkt man sich ja sehr. Katze, verschwinde. Schlimm. Mini-Miets, ey. Voll gekratzt. Ja nun. Das gewagte Konzept einer Kurve. Ja, das finde ich jetzt aber auch ein bisschen komisch. Also man könnte... Man könnte das ja hier machen. Hier so. Und wir hier vielleicht den Bahnhof hinmachen und dann machen wir hier so nach da und nach da und nach... Hm? Doch, ne? Machen wir hier einen kleinen Bahnhof hin. Pass auf. So. So. Naja, doch klein erstmal, ne? Muss ja erstmal nichts Großes... Oh. Drücken. Na, was nu? Courage! Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Danke dir für den Resub. Danke für 35 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du darfst dir jetzt jeden Morgen frische Brötchen aus dem vom Kokonbäcker besorgen. Da hast du die. So, eins, zwei. Nee, warte. Oder genau gehen. Alle vier Himmelsrichtungen. Gut. Dann. Können wir eigentlich, warte mal. Oh. Also ja, ich kann drauf fahren, aber es ist halt... Geht schon. Das Gefühl, dadurch jetzt schneller zu sein. Also zumindest jetzt gerade nicht. Toll. Ja, nee, das ist das ja nicht so. Sollte man eher nicht so machen. Der irgendwie immer den Block direkt vor mir erwischt, wo ich ihn gar nicht haben will. Langsam! Tag, Trick! Ich weiß nicht, ob man porten kann. Ich habe keine Ahnung, Scott. Also ich kann es im Moment nicht. Ich habe noch nichts, um mich irgendwie zu porten. Deswegen mache ich ja das gerade mit dem Schienennetz. Ich weiß also auch noch gar nicht, ob es irgendwas in die Richtung gibt. Ja, deswegen baue ich mir halt jetzt hier erstmal Schienen hin.
Okay, momentan ist das das Einzige, was ich habe, um irgendwo schneller hinzukommen. Wenn es denn dann mal fertig ist. Du stehst im Weg. Was? Joker hat noch nicht gesuchtet? Ich dachte, Joker ist schon viel weiter als ich und so. Ging ich irgendwie davon aus. Nein, oh, die geht für die Linie. Na. Können wir gerne machen, das ist gar kein Thema. Wenn sie denn immer fertig ist. Automatenbefüller in einem Videospiel, du als Vorlage für bezahlt. Ach, das Pringles-Ding, das habe ich mir nicht wirklich genau angeguckt. So, jetzt sind wir wo? Hier so. Naja, nun, dann müssen wir hier aber noch ein Stück geradeaus, finde ich. Oh. Na klar, ist hier schon wieder Loch. Ich. Aber ein sehr großer Abgrund. Oh, wait, ich kann ja gar nicht hier durchbauen, oder? Das hier geht ja gar nicht. Das macht die ja kaputt. Wir sind 2 Stunden gespielt, mit dem Boden getestet und den Schleimboss gelegt. Mir nicht. Weiß ich nicht, irgendwie ging ich davon aus, das hast du. Also, du, ne, ich weiß auch nicht. Nee, das hat nichts mit Höhe zu tun. Hier ist eine Lücke. So, ich kann ja schon durch. Aber das Problem ist, dass hier ja die dicke, große Dingens vorbeikommt. Und die mir das dann kaputt macht. Also zumindest Fackeln hat sie weggemacht. Das weiß ich.
Wir können gerne warten, bis sie kommt, aber die Fackeln macht sie platt. Die schweben dann rum. Dachte ich. Bin mir sicher. Doch, wir haben das schon mal gesehen. Und das ist dann halt ungünstig, ne? Krass, wir können jetzt hier die komplette Strecke lang, ne? Das ist voll cool. Wenn wir eine Schiene hinstellen, können wir machen. Ja. Die muss halt auch erstmal kommen. Chat direkt wieder triggert. Wie wär's, wenn du das mal mit einer Schiene ausprobierst? Hm, 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 hm. Setz doch mal eine Schiene hin, dann weißt du auch, ob es bei der Schiene genauso ist wie bei einer Fackel. Ja, Chat, ihr habt ja recht. Das ist schlau, Chat. Denn es könnte ja sein, dass sie zwar Fackeln wegmacht, aber keine Schienen. Hm? Ist vollkommen korrekt, Chat. Da kommt sie. Und sie mäht alles weg. Das Freche ist, sie hat es sogar mitgenommen, die Sau. Sauerei! Sauerei! Töten, mein Reden! Frechheit. Die blöde Zöhne, ne? Dann macht das Ding doch platt. Warum bin ich immer so an Bodo Wartke erinnert, wenn Raupe sagt, ja, Chat? Na, weil ich daran selbst denken muss und das deswegen ganz genau so sage. Ja, Chat. Ja, ich weiß, ihr habt recht. Ja, Chat. Ja, Chat. Nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Chat. Es tut mir schrecklich leid. Hey, Imawala. So. Na gut. Dann. Ja, warte, noch eine Stunde. Kann man das hier überhaupt rumwatschen? Doch, bestimmt. Dann nur die Frage, wie. Und ob ich schon so weit bin. Nicht rausfinden, wie die Runde dieser dicken Marder aussieht. Naja, wir könnten definitiv rausfinden, wo es, also wo sie so hingeht, ne? Das könnten wir schon rausfinden, weil sie muss ja offensichtlich dreht sie ja definitiv um, ja? Das heißt, es gibt einen Anfang und ein Ende dieser Runde. Kostenlos komplett bei Steam, ne? Oder bis irgendwann
Also es gibt es bei Steam kostenlos im Moment. Das ist richtig, hat Onkel vorhin schon mal gepostet, ja. Oder sie läuft im Kreis. Nee, nee, sie kommt immer aus der Richtung wieder zurück. In die sie flüchtet. Also sie ist ja gerade nach rechts sozusagen. Also nicht flüchtet, aber gräbt. Sie ist gerade nach rechts. Sie kommt dann definitiv von rechts wieder nach links. Also sie kommt nicht... Sie kommt nicht wieder von links. Sondern sie kommt dann definitiv von der anderen Seite. Also irgendwo dreht sie um. Definitiv dreht sie irgendwo um. Nee, nee. Ja doch. Wir warten ab. Wir gucken, von wo sie kommt. Wenn sie wieder von links kommt... Und die jetzt echt wieder von links? Die krabbelt echt im Kreis. Ich hätte vorhin schwören können, die kam von der anderen Seite. Die blöde Kuh. Das ist ja unfassbar. Das ist doof. Aber wo geht denn das dann lang? Oh. Okay, jetzt bin ich natürlich noch neugieriger. Denn ich frage mich, wo es lang geht. Wir werden es verfolgen. Ein riesiger Kreis? Ja, aber wie riesig? Chat, das ist doch die Frage. Riesig, riesig. Ultra riesig. Nicht ganz so riesig. Doch schon ziemlich, ziemlich riesig. Das ist ja alles, also puh. Muss man jetzt schon mal genau erklären. Und biegt der dann irgendwo nach rechts ab? Also nach oben oder nach unten. Weil wir wissen, da ist ein Stück. Ne? Also wir haben hier, das ist relativ klar, wo das so lang geht. Aber ich stelle mir jetzt die Frage, geht es da nach oben? Oder geht es hier unten, ganz weit unten irgendwo lang? Ach, es ist... Das ist total schwachsinnig, was ich gerade tue, ne? Schon klar, hoffe ich. Schön. Alter, du Sau! Lass das bleiben! Ich hab den ganzen Weg hier ausgeleuchtet, du doofe Kuh. Gott, ich hasse diese Viecher. Wirklich, ich kann gar nicht zum Ausdruck bringen, wie sehr ich diese hässlichen, abartigen Dreckviecher hasse. Unglaublich. Keine Fackeln mehr. Mir jetzt die Lebensgrundlage weg. Blöden. Ja. Gucken, wie sie hier respawnt. Nicht gar nicht. Ausgerespawnt hat sich's. Kackmistvieh. Na, dein. So einen coolen Weg komplett lang, weißt du, damit die dann die Fackeln kaputt macht, oder was? Da kommt sie wieder. Und die eventuell...
Ich komme ja gar nicht hinterher. Ah. Also ich hab's ja mal angehauen, ne? Das finde ich schon ziemlich viel wert. Kann das hier auch nicht wegbuddeln, oder? Könnte es sogar wegbuddeln. Warte, kann ich der hier so ein großes Loch reinmachen, dass die hier nicht mehr durchkommt? Alter, das wäre voll witzig. Ich dachte, ich kann das hier gar nicht wegnehmen, aber das wäre ja mal witzig. Also ich an ihrer Stelle wäre dann ja echt angepisst, ne? Den Vorschlag vorhin einfach ignoriert. Welchen Vorschlag? Kam das vorhin als Vorschlag? Gar nicht gelesen. Joker wollte, dass ich einen breiten Spalt buddel. Oh, das... Entschuldige bitte. Das habe ich echt nicht gelesen. Oh, da kommt sie. Ob sie wütend sein wird? Ja, ja, wütend. Oder? Kommt sie nicht? Hi, Retro-Eggy. Es hat doch gerade ganz eindeutig gewackelt. Hat es doch. Kommt jetzt einfach gar nicht mehr. Lala, nö, 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 nö. Oh. Ich nehme alles zurück, sie kommt. Ja, das ist ja unfassbar. Hey, ihr beide hattet halt einfach nur den Boden hin, die doofe Kuh. Es ist ja unglaublich. Das gibt's doch gar nicht. Das Coole natürlich ist, dass das eine unendliche Quelle an Boden ist. Möchte ich bloß mal so erwähnen. Das ist eigentlich ganz geil. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool.
Aber ein Boden mangelt es eigentlich nie. Hm. Ja, nun. Und Schleim. Ja, aber Schleim ist halt jetzt auch nicht so das Ding. Aber ja. War nicht von Anfang an da? Wo willst du eigentlich hin? Einfach nur geradeaus nach oben. Oh, schon da. Nirgendwo speziell hin. Der Weg ist es hier, genau. Quasi. Hier sind ja schon wieder Fackeln weggeräumt. Ach so, wir kommen ja auch hier an. Das erklärt, warum hier Fackeln weggeräumt sind. Okay, das hier müssen wir irgendwie... Also ich weiß noch nicht so genau, wie wir das hier machen. Ich werde hier wohl... Ich habe eine Idee. Ich werde hier wohl eine Tür hinmachen müssen. Die blöden Zippen. Die machen mich echt schwach. Da, schon wieder eine. Also, beziehungsweise, es wird die sein, die ja alles wegfrisst. Könntest du das jetzt mal bitte unterlassen? Würde es dir denn möglich sein, das zu unterlassen? Hast halt diese Viecher. Unfassbar. Ja, halt echt überall, ne? Die ist den ganzen Weg sicher abgekackt. Und hat die ganzen Fackeln weggemacht. So, Könntest du ausrasten, könntest du da? Jetzt so in euer Nest bohren und euch wegbatzen. Also, sobald ich stark genug dafür bin. Bin momentan. So, mal ganz kurz hier eine normale Werkbank hinstellen. Achso, das ist schwierig wegen. Achso, nee. Ja, doch. Mist. Ist hier natürlich keine Dreckwand. Naja, gut, die Werkbank können wir hier stehen lassen, aber. Ja, nee. Immerhin können wir jetzt mal unsere Strecke ausprobieren. Oh Gott, wenn jetzt... Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt hier angekackt kommt, habe ich ja ein Problem. Aber wir fahren ja hier nicht einfach platt drüber. Das wäre ja lebensmüde. Okay, das funktioniert ziemlich gut. Also um die Ecken fährt er quasi automatisch. Da muss ich gar nichts machen. Cool. Okay, ja, das ist definitiv cool. Ja, mag ich. Ich brauche da oben definitiv eine Tür und Wände. Also wir machen da so einen kleinen Zwischenstopp. Würde ich sagen. Habe ich Kupfer gesammelt unterwegs? Nee, ne? Ist da. Wirklich einsperren kann ich den Typen auch nicht, ne? Ich dachte ja, der bleibt einfach da drin, aber das scheint nicht so seins zu sein.
So. Müssen wir mal wieder reparieren alles. Das ist schon ganz schön kaputt. Achso, das geht so gar nicht. Ich dachte. Ja, auch so gehen. Ja. So, kann man eigentlich das Holzschild? Man kann das verstehen. Aber das ist natürlich. Ich zahle 2 Zinnbahn dafür, um plus ein, also um 1 Rüstungspunkt mehr zu haben. Das ist aber auch ein bisschen heavy, oder? Find nur ich das krass. Was wollte ich wohl eine Tür mitnehmen, ne? Tür haben wir. Außerdem bräuchte ich Wände, die habe ich aber hier unten, ne? Hier. Und da so einen winzigen Außenposten einfach hin. Was es bringt, weiß ich noch nicht, aber wir haben es. Ja, manchmal geht es ja auch einfach ums Haben. So. Mit den Fallen Schaden machen? Vielleicht ein bisschen, aber höchstwahrscheinlich nicht genug. Also ich gehe davon aus, das wird nicht reichen. Die wird sich ja heilen, wenn die weit genug wieder weg ist, weißt du? Ich denke nicht, dass das reicht, mal abgesehen, ja. Keine Ahnung, vielleicht kann man sie... Was ich mir definitiv vorstellen könnte, wäre... Ja, bei genug Fallen wäre das schon denkbar. Hallo. Hey, ihr traut euch gar nicht hierher, ne? Ihr seid auch nicht doof. Naja, ein bisschen schon. ...200 Stück oder so in Laufrichtung. Ich kann halt nicht einschätzen, wie viel Leben sie hat. Das ist so ein bisschen das Problem. Circa 70 reichen Spoiler! Was ist mit den Menschen los? Toll, jetzt weiß ich, wie man sie platt macht. Das ist doch doof. Aber das geht bestimmt auch anders, oder? Das muss doch auch anders gehen. Das kann doch nicht... Also... Ja. Ich... Oh, wird häufig in Steinwänden gefunden. Oh, dann weiß ich, wo ich hin muss. Okay. Dann weiß ich, wo wir für Eisen hin müssen. Das ist in Ordnung. Aber erstmal machen wir da oben die Wände fertig. Also... Unseren kleinen Außenposten. Damit die nicht direkt wieder so viele Fackeln dort wegreißen. Das wäre irgendwie uncool. Oh? Alle Wege führen nach Rom. Es gibt mehrere Wege, eine Katze zu häuten und sagt das Sprichwort. Ja, vermutlich. Gut. Eine Katze zu häuten? Was zur Hölle? Hm, das weiß ich nicht, Onkel.
Oh, ich habe ein ganzes Zinn dabei, das ist aber auch nicht. Oh Mann. Also die Marder war schon wieder hier. Oder? Ja, vielleicht auch nicht. So. So, wir machen jetzt. Eine Wand hin. Damit die mich nicht mehr nervt. Da. Kann die dahinter tun, was sie will, ist mir egal. Aber hier sind meine Fackeln verflucht. Und ich hoffe ja, dass wir uns irgendwann da auch durchballern können. Nach unten den zweiten Wagen, also ein für jede Seite. Hattest du nicht noch nach unten ein? Nee, auf einer Strecke macht doch bloß ein Wagen. Also das wäre doch Quatsch. Oder? Gott, bis wohin hat die denn hier? Das gibt's ja auch gar nicht. Die hassen Fackeln halt wirklich, ne? Aber so richtig dolle. Jede Seite vom Käferweg ein. Blutschädel, aber abartig. Also ich habe nur noch einen Wagen ganz unten an der Base. Der geht aktuell von da aus. Den muss ich noch ein bisschen hochziehen, damit er hier von den Gleisen, also damit die Gleise hier starten von dem Ding. Falls du das meinst. Aber das ist nicht die andere Seite vom, also ich weiß halt nicht, ob du das meinst. Uha! Das ist eine Geräuschkulisse. Ja, ist eklig. Mindestens zwei Gleise und ein Ausweichgleis und viele Weichen. Bahnsteig, Bahnhofsgebäude, Stellwerk, öffentliche Toiletten, ein paar Signale, ein Kiosk. Sonst kein Bahnhof. Ach, Barney. Den Wagen meinte ich, dachte nur, dass das Abreißen des Wagens am Käferweg wegfallen würde. Dann müsste ich sie ja komplett verbinden. Ob das hier lohnt, das hier wegzumachen? Bestimmt nicht, ne? Die spawnen vermutlich einfach so. Wow.
Interessant, sie hätte es jetzt gar nicht auf die Fackeln abgesehen. Ah. Was geht denn da hinten? Gott, ist das eklig hier. Au. Erst täuscht sie an, dass sie zur Fackel gehen würde und dann geht sie nicht zur Fackel, die Sau. Unglaublich. Oh, das ist aber geil. Das ist ja schick. Cool. Ich weiß halt ehrlich gesagt gar nicht, ob sich das lohnt, den Boden hier wegzumachen. Falle. Bah. Nice. Sehr gut. Oh. Einer im Süden, also verschrobener Gedanke, okay. Wenn ich wegen Signale gemeckert hat? Ja, Voxel Tycoon könnte das sein, ja. Da war das mit den Signalen, das war ganz krass. Ja, mal blind irgendwo hinschießen. Irgendwas triffst du hier offensichtlich. Oh. Ja, wirklich so. Triffst halt was. Okay, hier ist jetzt dieser abartige Säureboden. Kommst du hier halt auch einmal nicht vorwärts, ne? Ih! Oh, ich hab gar nicht gesehen. Etwa, ist das ein Fluss aus Säure, sehe ich das richtig? Leute. Raub wieder Satisfactory-Spielzüge gebaut mit vielen Signalen. Boah, das ist ja eklig. Boah. Ui.
um das mal ganz platt zusammenzufassen. Ui. Nach Maya Mate aus. Nein, 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 nein. Wow. Echt jetzt? Das war's jetzt? Das war die Kiste? Das ist aber jetzt deprimierend. Weniger wie eine Kiste und eher mehr wie ein lebender Organismus. Das war jetzt äußerst enttäuschend. Deswegen habe ich mich hierher gekämpft. Wirklich? I mean. Lexikon, danke für den Resap. Auch danke an Kobitsch, war ihr geschenkt und so. Meine Lexikon, du bist damit eben im 36. Monat im Kokon und bekommst ein wunderschönes grünes Raupenliebe Herzkissen zum Kuscheln. Dankeschön. Bleibt halt spannend, ob man das hier wirklich stilllegen kann, sozusagen. Weißt du? Also. Ich würde es halt einfach gern probieren. Dann weiß ich's. Eklig hier, ey. Immer eklig. So. Ja, erstmal den ganzen, das ganze Säurezeug weg. Jetzt noch den restlichen Boden, der hier noch so, also zumindest der, der abbaubar ist. So. Bin ich der Modkiller aus? Ne. Dann hätte ich den aber schon oft gelöst. Das kannst du aber wissen. Der so aussehen würde. So. Jetzt könnte ich mich ja hier so hochbauen, ne? Hält mich ja nichts von ab. Ob das sinnvoll ist, sei erstmal dahingestellt, aber es geht. Links ist klar, oder eins? Okay, in der Ecke. Das hier? Hier hatte ich schon einen Zweck gemacht. Hier. Ah, da. Ja, hast du recht. Hast du recht? Hast du recht. So. Wo Hölle komme ich denn hier hin? Anders gefragt. Komme ich überhaupt irgendwo hin? Vermutlich nicht, ne? Yeah. Einfach ein riesiger Säurekessel hier. Na,
ist halt Zeug drin, wo ich nicht rankomme, weil ich es noch nicht abbauen kann. Okay, hier ist Schluss. Das ist ja toll. Also, naja, zumindest solange ich mich hier nicht durchbauen kann. Hey, Bini! Ui. Also bisher ist hier schön Ruhe, ne? Ich kann natürlich noch von hier oben kommen. Eventuell. Aber hier geht's vermutlich einfach nicht mehr so weit. Genau. Ist dann nämlich Schluss. Schon mega süß aus. Ja. Nur ist es hier halt ein bisschen eklig. Aber sonst ja. Ja. Das stimmt. Die Frage ist ja aber, kommt man denn eventuell hier drüben weiter hoch? Also, vielleicht hier einfach weiter nördlich? Geht das denn? Hatten wir eine 70 schon? Eine 70 haben wir doch noch gar nicht. Mach ich mal nicht fertig. War nur neugierig, alles klar. Das ist in Ordnung. Der Zecke. Da drüben sind schon wieder solche Viecher. Sag mal. Why? Ja, auch. Guck. Es muss ja irgendwann mal wieder aufhören. Oder nicht? Komm wieder. Das ist ekelig. Die explodieren. Es ist hier irgendwie echt alles andere als schön. Ich hätte jetzt gerne mal ein anderes Biom hier. Nicht mehr dieses gruselige Ekelbiom. Gold. Hm.
ich finde schon. Irgendwann muss man rauskommen. Aus dem Biom. Sonst läuft da irgendwas verkehrt. Einziges Problem ist ja eigentlich, dass es hier überall leuchtet. Daran nicht einfach tatelos vorbeigehen kann. Das ist die Gerade, ne? Verdammt. Leuchtet schon wieder. Ja, ich sollte was trinken. Ich habe vollkommen recht. Ich habe schon wieder viel zu wenig getrunken in diesem Stream. Insgesamt. Immer nur so einen kleinen Schluck, wenn jemand Ausrufezeichen trinken geschrieben hat. Achso, Bürgermeister Lehmann, vielen lieben Dank für den Follow noch. Vom Leuchten angezogen wie die Motte vom Licht. Ja. Ungefähr genauso verhält sich das. Schon wieder ein Glitzern. Ich sag, du und Co-Keeper machen mich schon sehr, sehr glücklich. Oh, das ist aber lieb. Danke, Zecke. Ist schon wieder so ein ekliger. Nee, 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 da will ich nicht hin. Das freut mich. So, können wir jetzt hier vielleicht irgendwann mal raus? Kann ja jetzt vielleicht irgendwann mal ein anderes Biom kommen. Also. Finde das schon cool. Oder als Motte bezeichnet. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er hat ja nur wie gesagt. Also, ne, so, also, ne. Weißt du wie? Es war ja nur eine Metara quasi. Also im Sinne von. Und so. Schon wieder. Why? Was war das denn?
Familienausflug, vermutlich. Hauptfanclub. Merkwürdig. Auswirkungen gemeinsamen Kollegen haben sich wohl beim Tag geirrt. Es nimmt halt einfach kein Ende, ne? Bon Green Hay mit Basti. Ich habe von Basti noch keine Antwort bekommen. Ich weiß es also tatsächlich nicht. Ja, ich habe Basti heute geschrieben, aber ich habe noch keine, Antwort leider. Kannst dir also noch gar nicht sagen. Ja, im Notfall natürlich Korki. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie jetzt ein großes Problem. So, ich mache hier meine Wand hin. Zur Sicherheit. Apropos, ich sollte vielleicht langsam mal zurücklaufen, hä? Sag mal. Oh. Oh ja. Mach mal die Beine in die Hand, wa? Mach die hier. Ja. Besser. Muss ich zumachen. Das ist dann schlecht. Was denn? Ich habe hier voll den Knick drin. Einfach einen Graben machen? Ja, das wäre auch gegangen. Wenn hier der knickt, das ist schon okay. Kann man dann so, fährt man halt ums Eck einmal. Das ist nicht so wild. Aber hier ist schön ruhig jetzt, ne? Inzwischen. Also das scheint echt geholfen zu haben, den Boden wegzumachen. Krass. Hätte ich gar nicht erwartet, tatsächlich. Cool. Ich flieh zu Hause. Oh, das vergesse ich immer. Das ist einfach doof hier, ne? Ich finde das immer noch doof. Dieses Ding muss weg. Definitiv. Sehr produktiv. 13 Kilometer Tunnel gebuddelt und einen Boss gelegt. Ja, ich finde das auch super. Fand mich auch äußerst produktiv. Jetzt machen wir mal noch eins. Wir schließen das hier unten nämlich noch mit an. Ist pupetrisch? Ist es, ne?
Irgendwas ist falsch. Das geht. Ja. Ja, das geht. Ganz schlimm. So, jetzt. Warte. Und das noch nach hier unten. Drei fehlen noch. Auch noch drei Gleise schnell. Sehr cool. Ja, nice. Schick, 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 schick. Würde ich mal sagen. Was ist das Game? Was? Sehe Early Access. Ja. Mach das, da. Da kann ich. Schick. Larvennestfalle besteht aus scharfen Knochen, jeden verletzt, der drauf tritt. Natürlich äußerst unnett. Ding ist eigentlich ganz cool. Könnte man noch einschmelzen. Die Tür offen gelassen? Nö, wieso? Habe ich die Tür offen gelassen? Die ist zu, die ist zu. Der Verkäufer ist frei. Nein, habe ich nicht. Weiß ich, warum der da aus seinem Zimmer rausgegangen ist. Der hat hier eine Tür. Ich finde es ja auch nicht okay. Dass er hier draußen rumrennt. Aber, ja, keine Ahnung. Der war da einfach irgendwann draußen, aber die Tür war zu die ganze Zeit. So. Cool. Cool, 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 cool. Den Scheiß können wir beim nächsten Mal irgendwie noch wegsortieren. Das mache ich jetzt nicht mehr. Macht das, Binis. Eh Feierabend jetzt. Feierabend. Kleine Raupe muss ins Bett. Morgen nochmal arbeiten und so. Morgen nochmal früh aufstehen. Achso, und dann am Freitag ja auch. Guckt, ich schicke euch hier eine Runde zu Minjas rüber. Nehmt ihr bitte wieder liebe Grüße mit. Ganz doll Liebe. Flauschige, liebe flauschige Grüße. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wünsche noch einen fantastischen Abend. Kommt morgen gut durch den Tag und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen Abend wieder. Entweder zu Green Hell mit Basti oder zu Corekeeper, dann höchstwahrscheinlich, wenn nicht Green Hell mit Basti. Wir werden sehen. Ich bedanke mich noch an Cobridge fürs Zwangsverflauschen von Skleen. Damit im 12. Monat im Kokon. Darf Selma in die Gummizelle bestellen, Selma ein Käffchen geben, damit sie nicht so krummelig ist, Skleen. Ne? Weiß sie Bescheid. Cobridge, vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt bin ich raus, verabschiede mich, sage bis morgen und tschüss.